Das ist eine tiefste Gemeinde. Oh, hier wurde ein Update gemacht. Ah, nee, das ist nur eine Update-Version. So, Broken Porzellan. Also, ich habe bei den guten Bruger mal geschaut. Tatsächlich hat er das Telefon benutzt, was wir auch benutzt haben, aber bei ihm hat es funktioniert. Der versucht es nochmal. Was haben wir irgendwas hat Kate gemacht? Tinivini, was macht dein Bild? Ich auch, ja. Schade, dass Teenie-Minis bald nicht funktioniert. Ja. Das ist echt merkwürdig, ey. Schwarz, das kann man nicht sagen. Nur weil schwarz ist. Was wäre das, wenn es weiß ist, Tinivini? Wäre das denn weniger schlimm oder wäre das denn genauso schlimm? Darüber nachzudenken, Tinivini ist rassistisch. Aber man muss ein bisschen Quatsch machen, ne? Der Fußhalter gehört mir jetzt hier, ne? Das ist geil für den Winter. Nein? Doch. Nein? Willst du nicht? Du musst immer das harte Nee, Teil. schwarz ist ein Akku. Ah, was? Akkusparender. Achso, die schwarze ist Akkusparender. Ach so. Schwarz ist keine Farbe, habe ich mal gehört. Für mich ist das eine Farbe. Das ist Ich auch. ganz Schwarz halt. Drücken Sie die Soll ich so beliebige sagen? Taste. So. Lotte guckt Fernsehen. Ja, sehr gut. Dann hat sie wenigstens keine Ohrenkratzen. So, los geht's. Gruseltime. Also Telefon. Ja, ich arbeite gerade dran, egal. Muss mal gucken, dass die Alte jetzt mit ihrer. Die hackt nicht auf ihre Tat. Okay. Ach doch, okay. Ja, ich dachte, wenn die. Das ist immer so. Was sagt mir? Warte mal so. 213, ne? Und Raute. Das geht, jetzt geht's auf einmal. Genau, schwarz spart Akku. Ich muss aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Mann, ich hoffe. Oh Gott, oh Gott! Warum ist die denn da? Nur weil du sie gelockt hast im Zimmer. Du musst abholen. Ja, ich arbeite gerade dran. Lauf, lauf, lauf. Schnell, weil ich da, wieder da, 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 lauf. Oh Gott. Oh. Was denn? Das Telefon hat sie abgelenkt. Du hättest irgendwas in ihrem Zimmer wahrscheinlich machen Die ist mir hinterhergekommen. Nein. Nein, die hat doch die Tür aufgeschlossen. 213, das Zimmer von Lynn. Ach, aufgeschlossen. Ja. Ja, stimmt. Dass sie da jetzt reinkommt. So, jetzt, die ist hier, die Alte. Guck mal, die hat eine Maske auf. Warum hat die denn eine Maske auf? Enough with the hiding! Enough with the hiding! Ey, Käfi, das ist ganz schön schlimm, was du gesagt hast, ne? Lauf, 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 du Schlampe. Okay, jetzt geht's schon wieder los. Beleidigen hat angefangen. Oh, versteck dich irgendwo. Ja, ich arbeite gerade dran, Inka. Das müsste das 213 sein, ne? Komm. Nein! 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 Das hat sie nicht auch gemacht. Warum? Da. Warum? Warum liegt hier Stroh, ja? Das fehlt noch. Warum hat sie denn die Dings nicht aufgemacht? War ich so laut? Bin ich so laut weggelaufen? War deswegen abgelenkt? Wahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich schleichen, damit sie das Zimmer aufschließt. Oh, ich ärgere mich über mich selbst. Alles umsonst. Was ist das genau Spiel? Ich schlau, wo genauer? Hä, was? Was ist das genau Spiel? Ich schlau, wo genau? Du bist so cool. Da jetzt kommt sie vielleicht. Where are you hiding, you slut? Ja, geh doch einfach. Jetzt schließ auf die Tür. Who's having fun? Ja! Das ist überhaupt nicht witzig. Sie hat vergessen ab. Ja, dafür, dass sie so viel abschließt alles und akribisch alles abgeschlossen hat, ist sie hier ganz schön schlampig, ne? Ist schlau, was du geschrieben hast, Kelfi. Er hat geschrieben, genau, schwarz spart Akku, weil da kein farbliches Bild bearbeitet wird. Kelf? Du bist ein Genie. Elisa? Where did everybody go? Wo sind denn alle hin? Ich habe mein Inkas Einsatz verpasst. Aber genommen. Eine Mottenschlüssel. Oh, hier ist ein Safe-Kombo. There's no power. Ich habe keinen Strom, das wird da. Nicht funktionieren. Modell 176, Call 62, kann man sich das irgendwo mal merken? 62 merke ich mir. 131? Ja, kannst du auch merken? 131, ja. Okay. Aber was muss ich, you forgot the code and... Wie komme ich denn außerhalb telefonieren?
Nee, konntest du nicht, du konntest nur intern telefonieren. Probieren wir mal. Platte Safe-Zimmer, gesammelter Gegenstand. Okay. Man konnte nur intern telefonieren. Intern. Oh Gott, hab ich mich eingepippelt, Alter! Oh! Und du musst dich verstecken, du kommst bestimmt gleich, Tossi. Weil du deine Versicherung findest. Schläg in die Kiste! Don't do anything! I beg you! Entschuldigung, Tini Mini, du hörst uns nur schreien, du weißt gar nicht, was los ist. Da ist sie. Hier ist ja gar nichts los. Guck mal, die hat ja Fliegen über sich herumfliegen. Ich schwör, mein Herz, die erinnert mich. Och nee, verpiss dich doch einfach. Die erinnert mich so doll an die Baker. Mutti. Hat mit unserem WLAN zu tun. Ein WLAN ist eine neue Wohnung. Ach, das ist super. Nein! Oh! Lauf, komm sie schnell! You can do it, Jen. You can do it! Nein, findet sie dich doch. Ich dachte, das wäre eine schlaue Idee. Nein. Hallo. Oh. Lauf schnell. Wow, lauf. Ganz weit weg. Ich weiß es nicht. Viel weiter weg. Oho. Warum ist da eine Krähe? Ich kann das nicht mit diesem Abwehrmodus. Vielleicht muss ich ihn halten, gedrückt halten. Halt immer gedrückt, die rechte Taste. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt nochmal wieder hier vorsteht. Oh, da ist sie schon. Inka, das ist alles deine Schuld. Darf ich mal versuchen? Nein, ja, meine. Nein, ich kann nicht so schnell weg. Nein, mach mal. Hey, hallo. Ja, du musst doch schon mal hingucken. Inka, sie steht genau vor dir. Ja, super gemacht. Finger weg. Hi. Ich bin hurt. We have to hide. Los, sie verwehren. Du musst ganz weit wegrennen. Das schöne Leben befindet sich in Zimmer 213. Schnell, rein jetzt. Ich, wenn die Qualität von automatisch auf Quelle umstellt, geht gar nichts mehr. Hä? Oh Gott, Inka, das ist alles deine Schuld. Wie die immer steht, die verrückte Ziege, Alter. Die hat Fliegen im Kopf liegen. Geh einfach wieder weg. Geh nähen. Oh Gott, Inka, die kommt zu dir. Achso, wie da steht der unbekannte Fehler. Achso, okay. Oh, geh doch einfach weg. Da kannst du dich nicht von den Mottenmann vögeln lassen. Die sieht echt aus wie mit dem Mottenbäcker-Tussi, ey. Warum redet die denn jetzt in der Kiste? Ja, geh weg, geh putzen. Kannst du mal bitte aufmachen? Ich hab das mit meinen zärtlichen Fingernägeln nicht so. Dann können wir uns jetzt die Sicherung holen, bestimmt aus dem Bad. Dann ist Ton auch weg. Ach, das wäre aber scheiße. Bist du wieder arbeiten, Tini Bini? Elektrisches Kabel. Oh, das kann ich vielleicht für den Keller gebrauchen. Und noch ein Schraubentrecker. Und hier ist es vielleicht einer dieser neuen modischen Toiletten. Nee, das ist ein Arschreiniger, ne? Mhm. Genau, das ist da, wo du dich raufsetzt, damit du dir nachher die Kacke vom Popo spülen kannst. Aber guck mal, da hat jemand daneben ge... Okay. Ich weiß noch, Geschichte. Ich habe mich nur neben... Oder das wird ganz oft genutzt, wenn du Kinder bekommen hast. Wenn ich was? Wenn man Kinder bekommen hat zum Reinigen, weil es alles wehtut dann. Podcast für At Work. Du hast damit angefangen. Tini-Wini, ja. Ich gehe hier mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir dort oben. Da, guck mal, da hängt eine Winchester hier. Warum können wir die nicht mitnehmen? Oder ist das eine Blade? Nee, ist eine Pumpe. Das ist hier so eine BK 133. Leuchten die Sterne. Und unten da läuft... Und das ist eine BK 18. Die Tür geht auf. Der Tomchi kommt raus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Hause. Nein, das Licht sollte um Gottes Willen nicht ausgehen. Ich finde, dass wir ganz schön wenige Item-Slots haben, ne? Ja, du musst einfach mehr kombinieren wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, du hast im Allgemeinen. Moment. Die kommt uns jetzt nicht hinterher gelascht. Okay. Yes, yes, please. Oh no, I almost had it. Hä? Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Yes, yes, please. Muss ich irgendwas machen? Verstehe ich nicht. Sonst hätte es doch was geschafft. Irgendwas fehlt da noch. Yes, yes. Muss ich. Ach, guck mal hier. Yes, I did it. Ah, jetzt ist es noch klar. Jetzt solltest du dich verstecken. Ach so, ja, vielleicht. Du musst drücken, ne? Ja. Okay, jetzt wissen wir es. Wenn die kommt. Entriegel den Safe in Zimmer 213. Der Typ, die kommt doch. Als erstes baue ich mir meinen Schreibtisch auf. Dass ich morgen zocken kann. Das ist das Wichtigste, genau. Scheiß auf Schlafen, scheiß auf Essen, zocken. Ich fühle das, Kelvin, ich fühle das. Geil, hier ist überall Licht an, Digga. Jetzt ist die Alte wahrscheinlich nicht mehr so vergrätzt. Sie kann doch noch glücklich sein. Ja, unser Bett kommt mit Lieferservice. Mit Lieferservice? Ja, es ist komplett ins neue Haus geliefert. Das brauchen wir ja nicht transportieren dann. Ja. In der Regel. Aber Aufbauservice nehme ich gleich. Warte mal, nicht. Wir brauchen. Klar, wir müssen austelefonieren jetzt. In der Regel den Safe in Zimmer 213. Können wir nur durch ein Passwort vom. Wie war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich nochmal dahin, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah, siehste, hab ich nicht zu dir gesagt. Ja, weil es jetzt so lange dazwischen lag. Ach so, klar. Es ist auch alles nicht schlimm, man kann sich auch eine Pizza bestellen oder so. Aber schlafen, ey, ich schwöre, das erste bei mir steht, ist das Bett. Ja. Oh, ich weiß noch, hier, als wir hierher gezogen sind, Inga fühlte sich so unwohl. Ich hatte von vornherein so ein Scheißgefühl gehabt. Ich glaube, die erste Nacht hier gesessen, ja. Hab geheult, hab gefragt, ob es ein Fehler war, hierher gezogen zu sein. Aber ist es jetzt so gesehen trotzdem nicht, weil wäre es alles nicht so gekommen, hätten wir unser wunderschönes Haus jetzt nicht gefunden und wären da nicht eingezogen. Ja, aber oder trotzdem, wir sind 2,5 Jahre eine Odyssee hinter uns. Ich sag euch das, ich setze mich auch noch im Winter auf die Terrasse und genieße einfach die Ruhe. Wo habe ich denn diese Etikettentafel, kann ich doch normalerweise sehen, Sammelbares. Kannst du mal meine Schulterblatt? Halt ich fast da, warte. Nee, ja, genau. Dollar tiefer, richtig reinbohren. Guck mal, hätte ich hier gehabt. Da. 62. Höher ein bisschen, höher. Und richtig doll, richtig gib ihn. Oh, richtig mit den kalten Stück höher noch. Noch gib ihn alles. Oh, oh. 62. Also so ganz, ich meine, er ist ein bisschen ruhiger geworden, Stream Elements, aber er hat noch viel zu erzählen, ne? Ja. Entschuldigung, ich hätte mal Hand vom Mund nehmen sollen. Das war unhöflich. 62, 131, ne? Ja. Nein! Steh auf, du dumme Kuh! Warum? Oh, die ist schon da, guck mal. Tippen. Haben wir was, titten? Tippen. Ja, immer noch nervig. Hab ich dir gestern schon gesagt, ne? Ich hab dich gefragt, ob du vielleicht mal tippen willst. Mhm. Hä, was ist immer noch nervig? Ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, hä? Bestimmt hab ich dir vergessen, was ich dir erzählt hatte. Wenn man Augen zumacht, hem. Hem? Sie meint wahrscheinlich nervig immer noch, dass sie nicht sehen kann. Ach so, aber Nachbarn. Warum ist Kelvs, Na, haben wir denn jetzt grün? Das verstehe ich nicht. Stream Elements. Hä? Nein, komm. Nein. So doll nicht. Hey, Kelvin, warum ist der einfach ein bisschen grün? Warum bist du nicht mehr blau? Das habe ich schon wieder vergessen. 62, 131. Nein. Pass auf. Außerdem hat er dir auch was verzeiht. Nee, das ist nicht mein Handy. Warte mal. Obwohl. Da, warte. Jetzt aber mir machen, kommt alles gut. Ja, aber dein Handy hängt an der Strippe.
Geht das so mit den Commands? Da. Okay, ich laber nicht mehr so viel, sofern der Tom mich anständig eingerichtet hat. Komm, der ist gut. Komm, der ist klasse. Das ist klasse. Daraufhin sagt Steam Elements, folgt Tom auch auf Insta. Komm, mach es einfach mal. Los, ihr könnt nicht immer Nein sagen. So. Was war das jetzt? 62? Ja, ich glaube 62. Achso. Hä? 62. 131. 131. In order to factory reset your save, insert the following code. Schreib mal den Code auf. 3, 2, 1, 4. 1 noch. Easy peasy. 3, 2, warte mal. 3, 2, 1, 4. Okay. Ja. Sollst du anrufen, ne? Nein, hab ich doch. 3, 2, 1, 4. Nee, du sollst noch. Nein, anrufen. Ich soll den Code an den Safe zurücksetzen. Achso. Hab meine Farbe gerne, weil mein Logo wie bis hinten. Grün habe es angepasst. Okay. 3, 2, 1, 4. Die kommt. Warum sollte die kommen? Okay, jetzt geh. Aber die kommt danach, also versteck dich danach ganz schnell in die Truhe. Okay, die mach ich. Dann. Oh no, what could the code be? 3, 2, 1, 4. Geh in die Truhe. Yes. Okay, Schlüssel für den Balkon. Gut, okay, da haben wir den Schlüssel für den Balkon. Ich wollte eigentlich mal speichern irgendwo mal. Ja, ich habe erstmal die Truhe, die kommt jetzt bestimmt angerannt. I go with my Katzen? Laternen. My Laternen, hab ich was? Da, ich war Katze. Ich, dich? Ja, runter und das Shirt ein bisschen da. Ja, geht, genau. Oh, noch ein Stück. Geht nicht weiter. Inko. Uiuiui, danke. Hallo. Balkon, dann geh jetzt zum Balkon. Len, tell me if you're okay. Ich glaube, ich fange an zu spinnen. Wegen der kleinen Len. Kann ich nicht an ihren Spiegel speichern? Nö. Es gibt nur einen Tic-Tac-Spiegel. Boah, Digga, entspann dich mal ein bisschen. French window. Damn, now they know where I am. Okay. Ich hab das Gefühl, dass sie gleich kommt. Wow, was für eine Nacht, Alter, hallo. Oh, hier, guck mal den Schnee an. Huiuiui. Oh, ich freue mich so auf Weihnachten, Leute. Oh Gott, die Alte kommt! Sag ich doch, die kommt bestimmt. Eieiei. Freezing. Oh Gott. Ja, lauf. Kind, lauf. Da ist ein Müllcontainer. Da rein, die kommt bestimmt von vorne irgendwo. I must find a way to reach it. Okay, ich kann hier nicht. Oh, wie komme ich denn hier rein? Hier vielleicht? Oh. Ich kann nicht. Kann ich klettern? Da. Ja, schieben. Schnell, die kommt. Wie lange seid ihr heute live? Ja, keine Ahnung. Gestern haben wir wegen Müdigkeit. Hör auf damit jetzt. Jennifer, hör auf jetzt. Oh Gott! Oh, Scheiße! Aber mach auf jeden Fall noch ein bisschen Tilly-Willi. Ich denke dran, du kannst die Tastatur tippen. Hä? Die Maus meine ich, wenn die reinkommt, weißt du? Ja. I will whip your head up and throw it in the freezer. Hat sie gesagt, ich will mein Head aufmachen? Jetzt raus. Okay. Leise. Bück dich. Was liegt da in der Vase drin? Ein Mottenschlüssel. Schnell, die kommt schon. Die kommt. Oh, wieso kann ich da nicht auf diese Müllcontainer rauf? Wie geht das, Inka?
jetzt bestimmt, wenn er richtig steht. Versuch jetzt mal. Der muss richtig stehen wahrscheinlich. Wie komme ich denn da hoch? Der steht noch nicht richtig. Jetzt. Jetzt. Ja, ich arbeite gerade dran. I made it. I can do it. Oh Gott, ist das gruselig. Oh ne, wir sind bei den Beknackten im Keller. Oh mein Gott, nein. Das wird noch schlimmer, als es eh schon ist. Oh mein Gott. Oh, da kommt er schon. Versteck dich. Der Pfeifenmensch. Da, versteck dich irgendwo. Wie lange musst du denn eigentlich arbeiten, Tilly? Genau, das hatte ich mich auch schon gefragt. Verschlossen. Ist kein Speicherspiegel irgendwo, ne? Scheiße. Oh, da kommt mir sehr nah. Scheiße. Kommen wir hier dann jemals wieder raus? Da ist ein Mottenschlüssel, das drin, sehe ich doch. Der kommt. Der kommt nicht. Soll ich durch die Wand gehen, oder was? Bis 6. Oha. Dieses penetrante Pfeifen ist aber ziemlich nervig. Wenn man weiß, dass er die Viecher alle isst, die da drin sind. Tote Ratte, ja super. Bis 6. Uiuiui. Kommen wir wieder raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich vermute mal, vielleicht muss der Käfig aufmachen, damit du ihn anlockst oder so. Warte. So, this is the real reason why Russell Gallo closed its doors. Dying like that, painfully, it would have been the same for any other person. Especially after everything they went through. Okay. 13. Dezember 1971. Die Tragödie der Rossolo Gallo Farm setzt sich fort. Nicht nur, dass die Geschäftstätigkeit aufgrund einer anhängigen Untersuchung wegen einer bestätigten absichtlichen Vergiftung der Nonne des Klosters und der Bewohner des Rossolo Gallo Farm mit einem hochgefährlichen Parasiten angestellt wurde. Die Tragödie setzt sich fort. Martha Ashman verstarb heute Morgen, nur wenige Tage nach ihrem Ehemann Boris Ashman. Es wird berichtet, dass Martha Ashman eines natürlichen Todes gestorben sei. Das Ehepaar hatte behauptet, nichts von dem schrecklichen Experimenten ihrer Geschäftspartner Felton und Gallo gewusst zu haben, die sich in der Entwicklung eines wirksamen Prototypes des gefährlichen Medikamentes Penoxol verschrieben hatten. Die Experimenten wurden von Professor A. E. Wayman, das ist der Typ, der oben da saß, mit dem wir gequatscht haben am Anfang, ja, im Geheimen durchgeführt, der sich erst im letzten Monat das Leben nahm. Die Zukunft des Ashman-Stammbaums liegt in den Händen des erstgeborenen Sohns Stefano. Nachdem seine Schwester Gloria, eine Nonne, eines der Opfer des Feuers war, das nur wenige Tage nach dem Versuchsbericht des Klosters in Cristo de Morete und der Plantagen verschlang. Oh Gott! Nein, Mami kommt nicht. Lauf, Kind, lauf! You told Ashman that we didn't need desperate children. Halt es fest, du musst drücken, falls er kommt. Calm down. Everything is fine. Mommy is here. Master Key. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Mommy is exhausted. One of these days, you're all going to make me crazy. Du wirst nicht da schlafen. Ja. Das kannst du bestimmt am Spiegel speichern, weil dir nicht... Finde einen anderen Fluffy. Drücken Sie,
um das Zielmenü zu öffnen. Was soll denn das für eine Taste sein? Tab. Ziele. Stil Andreas Hauptschlüssel, das war mir schon fast klar. Aber versuch mal vorher, ob du jetzt am Spiegel vielleicht speichern kannst. Du hast mir gerade voll auf den Arm gerotzt. Hallo, hab ich gar nicht. Doch, hast du bestimmt. Okay, be quiet. Versuch mal, ob du jetzt speichern kannst. Psst. Genau, vor ihr. Na, geh doch schon schneller durch die Tür. Oder ist ihr Nähzimmer? Wenn du nah genug herankommst, ohne gesehen zu werden, kannst du angreifen. Triff ihn so stark, dass eine Weile zu Boden geht. Nutze die Zeit um einen Vorteil. Vielleicht gelangst du. Okay. Keine Schüsse, okay. Aber irgendwie kann ich. Oh. Das heißt, du musst dich jetzt erstmal verstecken und ja, dann hinterher schleichen. Ja, erstmal muss ich hier, dass der Bildschirm ist gerade noch rot. Ja, ja. Du musst weg von ihr dich verstecken können und dich dann irgendwie an sie ranschleichen, damit du sie vielleicht. Hä? Was? Hä? Gut. Miau, miau, miau. Willst du mich verarschen? Sure, hide, coward. Hide away. Und somit beginnt der Kreislauf. I'm counting to three. Two and a half. So, halt die Maus bereit. Haben wir den Schlüssel jetzt oder nicht? Nein. Ich glaube nicht, deshalb stehst du da oben und musst gleich im Schleichangriff. Besiege Andrea. Oh, okay. Gut, dann müssen wir sie besiegen. Ja, das, was er eben meinte mit dem Hauptschlüssel, weißt du, du musst dich ranschleichen. Ja, ich kann die Vase nicht mitnehmen, du Knackwurst. Oh Gott, oh Gott! So, und jetzt? You're hurting me. Oh ja, geh, lauf! Aber genau, ungefähr so ähnlich. Ja, ungefähr so ähnlich, alles klar. Komm, ich gebe mir noch einen. Die kann schon gar nicht mehr. Ich kann nicht! Ja, weil du es schleichend machen musst. Warte, was? Weil du es schleichend machen musst, glaube ich. Ja, aber ich muss auch was haben, wo ich jetzt was an den Kopf werfen kann, ne? Die fucking Puppe. Ja, ganz gemütlich, Alter. Oh, da steht sie schon. Ja, das ist eine Flasche. Hat sie aufgegeben? Ist nicht in der? Das ist, glaube ich, eine Pfandflasche da, ne? So eine Plastikflasche. Kommt.
Muss sie. Oh nein, ich kann nicht. Du musst versuchen, sie von hinten zu erreichen. Ja, ich habe sie doch auch gerade im Nahkampf besiegt. Aber ich muss auch die Items dafür haben, damit ich sie sowas machen kann. Ich hab nichts. Warum läuft die Alte nicht? Ist sie behindert? Lauf! Slit your throat, you bitch! Vielleicht muss ich ja wieder was herstellen aus Items oder so. Ist aber gut am Humpeln, ne? Ja, da oben siehst du, was du ausgerüstet hast. Die Flasche bringt nichts. Den jetzt ist das You've already seen who lurks inside the walls, haven't you? You don't want it to get mad at you, do you? Man geht doch weiter. Len, tell me you're okay. Wollt ihr mich verarschen? Macht ihr das jetzt mit Absicht? Was zeigst du mir darauf? Da oben, siehst du das? Ja, kann ich gerade nichts machen in der Kiste. Oh nein. Oh, was macht ihr denn? Manchmal ist es vorteilhaft, einen anzulocken, Kuh, um den Verfolgern in der Nähe gehört zu werden. Oder nutzt einen Ablenkungsgegenstand. Ja, ich... War die da? Oh, da ist sie ja schon. Ich konnte mir nicht mal meinen Gegenstand herstellen, weil die alte mir mal da unten herflitzt. Habe ich jetzt was, eine Waffe zum... Here I come. Okay, ich habe nichts. Da ist eine Flasche. Ich habe nichts. Scheiße. Ich könnte sie damit bewerfen, glaube ich. Oh nein, 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 nein. Der ist so mächtig. Jetzt musst du es klauen und den abbauen. Nein! Oh, jetzt klettert sie die Kiste! Ich glaube, mein Nagel schweift! So, jetzt weg, 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 weg. Oh. Ich stehe hinter ihr. You want to play? Let's play then! Ich habe keine Flasche mehr, oder? Das ist irgendwie nicht. Mach die Tür auf! Wieso habe ich denn jetzt wieder keine Flasche am Start? Habe ich eine hergestellt oder wie war das gerade? Ja, du hast sie hergestellt, glaube ich. Da liegt aber auch eine. Jetzt hast du. Du kannst jetzt irgendwas herstellen, jetzt hast du die. Ne. Kommt die gar nicht durch die Tür, dass ich die Flasche am Kopf schmeißen kann? Da ist noch so eine Flasche. Da lag ein Messer oder so, ne? Was? Auf dem Boden. Was? Da lag ein Messer oder sowas auf dem Boden. Nee, ich hab doch wieder zwei Flaschen. I didn't do anything! I beg you! What? Was soll das? Wie dumm ist das denn jetzt? Zwei hammergeile Würfe, so richtig Michael Jordan-Style, weißt du, und die hat daneben geworfen, ey. Hast du noch eine dritte irgendwo? Jetzt hier. Nein, 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 hör auf. Fall hin. Warte, warte, bis sie. Scheiße. Nein, abgeschlossen. Ich glaube, mein Arsch schweift. Scheiße. Okay. Eiskalt umgebracht.
mit einer Schere in den Kopf. Und der Hund. Achso, okay. Okay, wanna play tough? I'll show you, bitch. Bitch. Oh, mach doch nicht so eine Faxen, Alter. Oh ja, lauf nicht schnell, ist kein Problem. Lass dir ruhig Zeit. Young lady. Das ist keine Auermachflasche, ne? Doch, oder? Kann ich die werfen? Ja. Old lady. Hat sie mich Whore genannt? Sag mal. Sag mal, ich bin eine Young Lady. Jennifer, come to me. Oh nein, 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 ich weiß, dass sie zu ist. Lauf schon mal weiter, mein Kind, lauf, lauf. Oh, was chillt die so? Sie ist doch am Kopf oder fällt die um? Höher, 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 Kopf. Ah, Jennifer! Hast du nicht gerade gesagt, sie fällt um? Oh ja, sie fällt um. Ich muss jetzt ganz schnell Schlüssel und abhauen. Wieso? Ja, jetzt. Zack, juh! Oh, jetzt gucke ich mir hier die Wand an. You want to play? Let's play then. Oh, that's impossible. I have to try again. I have to try again. Wie soll das funktionieren? Was? Ja, immer weiter, immer weiter. Wo ist die Alte? Hinter dir vielleicht? Oh Gott, nun hör auf solche... Immer hast du solche Gruselgeschichten auf Lager. Oh, oh, oh. Hallo. Und nochmal, nochmal, nochmal. Vor dem Kopf. Oh, die fällt nicht um, die Alte. I will slit your throat, you bitch. Hey, sag mal, ist die doof? Ganz schnell. Da ist der Schlüssel. Und jetzt abholen. Verlassen Sie die zweite Etage. Wie soll ich die hier verlassen? Wir haben den Hauptschlüssel, ne? Mhm. Oh nein, da sind wir verkehrt, Tom G. Ey, wir speichern vielleicht nochmal. Ja. Oh Gott! Was ist er denn für ein Spacko? Bin ich tot? Nee, ne? Nee, wir sind doch jetzt nicht tot, wa? Spiel speichern. Ach, schließe Kabel 1, 1, oh Gott. Oh, ich muss kurz pinkeln. Ja. Einige Jahre später, Hepno. Okay. Ja, jetzt geh pischen. Wolltest du mir jetzt hier auf den Stuhl pissen, oder was? Achso, das ist eine... Okay. Noch einmal gibt es keine Neuigkeiten zu dem Massaker. Letzte Nacht in der friedlichen, in der Leiche von Richard Felton bekannten Notar verbrannt, der sein eigenes Haus gefunden wurde. Der Mann, der gesetzlich Jennifer Richard Felton registriert war und wurde komplett in Kerosin getränkt aufgehört. Ja, der Opa aus dem ersten Teil. Ebenfalls ein Tatort und die Leiche einer 38-jährigen Gloria Ashman gefunden. Ja, das war die Nonne. Sie war eine persönliche Assistentin in Kloster Kostier und war ihre Leiche wurde verstümmelt, nachdem sie in den schutzigen Schreiten vom Hof und nee, gestimmt, die war ein Opfer von denen. Nachbarn behaupten, eine Frau beim weißen Van gesehen zu haben, die in der Nähe parkte. Na, kommt sie wieder mit ihren Pumps durch das Haus gelaufen? Trinken gleich haben, ne? Ein Trinky-Drinky. Ja. Sollen wir mitten aus der Flasche trinken wieder? Oder soll ich uns einschenken? Kann ich auch. Kannst du machen, wie du meinst? Achso, ich lese hier gerade mir was durch. Das ist jetzt die aus dem ersten Teil hier? Ja, kann sein, ne? Soll ich das holen? Die kann ich machen? Ja, ich muss sie pischen.
Ja gut, aber ich hol's gleich was drüben auf. Ja. Mal ganz kurz Pause hier. Ja, da kommen wir nicht ran, Rückzugs. Ey, ich hab doch die Kamera ausgeschaltet gehabt. Manchmal passieren Dinge, die verstehe ich nicht. Go tell Andrew. Hey. Nacht. Nacht. Enka, wo bleibst du? Mein kleiner Frechmops, Schatz, du. Da bist du ja, du kleine Kuh. Dank Kunst. So. Hi. Können wir nochmal drüber sprechen? Über was? Ach, über das. Ja. So, weiter jetzt. Missing. Also sehe ich das so richtig, denn ist die Jennifer tot oder nicht? Wissen wir nicht. Missing. February 8th. Vermisses Kind. Citizen Felton, geliebte Adoptivtochter von Richard Felton und Ariana Gallo. Beloved adopted daughter of Richard Felton and Ariana Gallo. You ran away from home, isn't that so? Why? Why? Did you end up in this godforsaken place? Hm. Wir sind vermisst oder tot, ne? Ja. Okay. Gut. Schon wieder? Kann man das nicht weglegen? Schön. Ja, sehr gut. Haben wir schon durchgelesen. Was? Das ist die Jennifer. Unbekannt, Alter 15. Details. An leichten Diebstahl beteiligt. Kein Fenster. Wohnen sie. Kein Fenster.
zurückhaltender, rebellischer, einsamer Charakter, erinnert sich nicht oder will keine Details über ihren Eltern preisgeben. Sie scheint verwirrt, was ihre Vergangenheit angeht, nicht daran interessiert, mit anderen Mädchen in ihrem Alter oder mit Lehrern zu kommunizieren. Dennoch demonstriert sie eine besondere Begabung für musikalische Komposition und das Verständnis des Klaviers. Anvertraut, genehmigt, Stefano Eschmann, ledig, Vermieter, 36 Jahre alt, beantragt das Sorgerecht. Sie wird als Haushälterin in der Eschmann, jetzt wird hier auch noch gegendert. Guck mal, in den 70ern gab es schon Gendern. Ehemals Rosogallo Farm eingegliedert. Die Erfahrung könnte den Mädchen helfen, Kenntnisse zu erwerben und Verantwortung zu übernehmen, um sie auf eine eventuelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorzubereiten. Und das Stefano war doch der Sohn von dem, ja, von den beiden Toten da, ne? Ja. Did you say Reed? Are you relative? More like an old family friend. Please come in, Miss Reed. Come in. Mrs. Reed, das war doch aus dem ersten Teil. Ja, aus dem ersten Teil. Und das ist doch der alte Opa aus dem ersten Teil, oder nicht? Warum? Ja, das ist der Fahne wahrscheinlich jetzt. Der ist jetzt ja auch älter. Oh, der sieht aber scheiße aus. Good evening, Mr. Ashman. You've certainly come a long way. You have gone from simple larceny in battery. Sie haben es gebracht. Vor allem die ganze Körper will das ein bisschen zum Mord und Brandstiftung. Oha. Do you remember me? I'll never forget a face. Maybe because I don't have one. Hübsch. Hä? Jetzt sitzen wir da. Achso. Exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. Whatever happened to Celeste Felton? I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, aren't they? That girl was simply an orphan, a homeless nobody, and so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner, Felton, by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? It was never about synthesizing a disease, because the disease never existed. And the moths? Und die Motten. Remotted. Okay. Woken up at last. Ui. Hey, hey. I barely touched her. It was just a bad dream. No, it wasn't a dream. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jim. Andrea went crazy. You must eat or drink something, young lady. She wanted to kill me. That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. I am sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slim. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman. That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead. And has been for a long time. Siehste, wollte sie was auspacken, was sie nicht auspacken sollte. You see, you were just dreaming. I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lynn, don't you? You believe me, right? She should get some rest now. Jen, if you need anything? I'm here for you. I'm here for you. Das ist der Fall in der Rennen. Ein paar Monate zuvor. Meine Güte, ein Hin und Her.
Bis dann. Are you new here? Excuse me? Are you new? I suppose so. I love that song. Where are you from? Flemington Girls Institute. Einmal vorher speisen, danach speisen. Was? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen, I'm not up for making conversation. Oh, well, I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Hm. Was habe ich verpasst? Nice. Oh, jede Menge. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Oh, only in my spare time. Ich wollte dich gerade anfummeln. Very well, you're right. I'm a real handful. Guess, wenn's Stream sind. Now, if you will excuse me. So, also du hast verpasst. Wir haben gegen die Alte gekämpft, gegen diese böse Alte. Haben gewonnen, haben den Schlüssel abgenommen. Sind sogar einmal gestorben, sind geflüchtet, wurden weggeknackt. Dann hat sich das alles vom ersten Teil zusammengefügt. Und dann sind wir wach geworden. Weggeknackt worden war allerdings von so einem Typen. Der hatte so aussehende Ritter. Der sah aus wie ein Ritter und hatte so einen Stab in der Hand. Ja, genau. Der hat uns dann getötet, in Anführungsstrichen, dachte man. Dann sind wir wach geworden. Und, jetzt hört es diesen Kapitel. Shit, they drugged you. Aha. You have to leave. You have to get away from this place. Ja, woher der Sinneswandel? Oh nein! Ich hab uns gerade die Zeltentonk geklaut. Uiuiui. He hung himself years ago. It's him, isn't it? Professor Albert Elias Wyman. The same walking stick you were talking about. See? Oh ja. Hm. Der Selbstmord von Professor A.E. Wayman war fingiert. Der Mann soll sich am 14. November erhängt haben, nachdem er beschuldigt worden war, an dem von Menschen verschuldeten Brand im Kloster Cristo Morente beteiligt gewesen zu sein. Professor Albert E. Wayman erhielt außerdem zahlreiche Drohungen, nachdem er die Adoptivtochter von Richard Felton vermisst wurde. Richard Felton war allgemein bekannt für seine Beteiligung an der Phenophylaxe-Forschung und den Experimenten damit. Diese Angeklagten wurden jedoch später aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Waymans Familienmitglieder hielten sich nicht an die Standardsverfahren und führten eine überstürzte Feuerbestattung und Beerdigung durch, was die Behörden daran hinderte, eine detaillierte Autopsie an der Leiche vorzunehmen. Trotz der Identifizierung durch den Gerichtsmediziner, Familienangehörige und seinen ehemaligen Geschäftspartner Stefano Ashman sind die Behörden unsicher, warum die Familie den Einäscherungs- und Bestattungsprozess beschleunigte, was den Verdacht aufkommen lässt, dass es sich um die Vertuschung von Spuren eines möglich inszenierten Todes gehandelt haben könnten. Und das war auch der Typ, der sie da... Das war alles schon spät, da war niemand. Und falls doch, wäre es nicht seiner gewesen. Nein, du sollst lesen, Amarakulium. Keine Zeitverkehrung, die wissen, wer du bist. Sie wissen es. Okay, du hast deine Sprechrolle komplett verpasst. Das heißt Schnorri. Wovon sprichst du denn? Also, bist du. Das bist du, du wirklich im Mund. Nee, er hat es erzählt. Wo war er? Ich hab versucht, dich zu warnen. Ich wollte, dass du gehst. Aber verdammt doch mal, du hast es einfach nicht kapiert. Warum? Was glauben die denn, wer ich bin? Celestine Felton. Ich? Nein, ich weiß nicht. Mein Gott, Lynn, ich kann mich nicht erinnern. Sie haben dich gefunden und hergebracht und dich dann benutzt. Und jetzt, da sie sicher darüber sind, wer du ihrer Meinung nach bist, musst du weglaufen. Verdammt, Lynn, erzähl's mir einfach. Die Droge, die Krankheit. Und was hat das mit mir zu tun? Deine leibliche Mutter hat eine ganze Menge davon genommen. Du hast es von ihr. Es ist ein Teil von dir. Dein Organismus hat keine Nebenwirkungen gezeigt. Dein Körper lebt in Harmonie damit. Du kannst es sogar kontrollieren. Wow. Und die, das wissen sie. Sieh mir in die Augen.
Jen, schau mich an. Du darfst nichts tun und niemanden trauen. Ist das der Grund, aus dem wir uns begegnet sind? Hast du die ganze Zeit nur vorgegeben, meine Freundin zu sein? Oh, das wäre traurig. Nein, Jen. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich bin immer Alice gewesen. Lynn! Lynn! Presence of a possible threat to her throne. She does everything that she is capable of to maintain control over the others. Therefore, eliminating the threat. Konzentrier dich, Jennifer. Das schaffe ich schon alles. Alles wird gut. Nächstes Kapitel. Lynn ist abgehauen, die hat uns im Stich gelassen. Folge Lynn und fliehe aus der Ashman und drücken sie, um das Ziel zu öffnen. Da, finde Lynn. Coming from Ashman's office. So, warte mal, wir hatten noch die Möglichkeit, irgendwie so heftige scheiß Mottentechnik einzusetzen, ne? Da wir jetzt doch irgendwie, Mottenschlüssel haben. Nein, so nicht den Mottenschlüssel. Es geht doch darum, warte mal, ausweichen zu, und springen, rennen, Inventar, spezielle Interaktion, E, zweite Interaktion, bla, Ablenkung zielen, Interaktion mit Pause, durch Ablenkungsgeräte scrollen, interagieren, Ablenkungsbenutzen. Warte, wo verstanden hier? Alles gut, danke schön fürs Reinschalten, Televideo. So, mein Lieber, Spaß auf Arbeit. Arbeit wird immer mehr. Bis zum nächsten Mal. Danke schön fürs Reinschalten, meine Liebe. Ja. Gehirn. Also, das ist Inventar-Dings, ne? Ja. Okay. Lass uns gehen. Ja, wir laden das bei YouTube vielleicht nochmal hoch, genau, als Let's Play. Da kannst du das nochmal irgendwie reinziehen, dann vielleicht, wenn du Lust hast, eventuell. Aber sie hört ja nur. Ist ja schade. Ah, nee, da kann sie ja sehen. Stimmt, da kann sie ja sehen. Hä? Geht nicht. Oh, Alter. Hoppeliger Lobili. Okay, hopps. Aber Telefon ist nicht so ihr Ding, ne? Daran zu gehen. Ne, ist wahrscheinlich nicht das Telefon, was klingelt. Okay, das wird wahrscheinlich die ganze Zeit über klingeln, bis endlich mal jemand angeht. Hier ist Lynn rausgeht. Ich guck morgen mal am PC, das... Okay. Ich dachte, du meinst VSD. Die VSD an. Ja, guck dir die VSD an. Oh, der bin das himmlische Kind. Was braucht die VSD? 308er? Nee, das war keine 308er. Die braucht 7,62 mal... Nee. Oder? Doch ja, ne? 7,62 mal. Boah, wenn ich für MLC spiele, meine Weiger. Weiger am Start, Weiger am Start. Trommelmagazin, Inka ist duckig. Inka ist die Weigerheldin. Mosin Muni. MMR tatsächlich, ja? Mosin spielt Tommy immer. Ganz gerne. Ja, oder eben halt. Oder ja, Tundra spiele ich gerne, ne? Wegen dem Visier von der Tundra. Ich messe einfach nur. Ja, MMR. Ja, danke schön auf jeden Fall fürs Reinschalten, Telemini, obwohl du auf Arbeit bist. Warte, ich will mal... So, jetzt haben wir es. Pushy. Nee. Der Pushy? Mhm. Schön. So, sollen wir da wieder hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Da könnten wir wieder rein. Das wäre ganz oben, zweiter Stock. Können wir nicht. Locked. Oh mein Gott. It's locking, shocking. Hier Milchpackung. Da sind wahrscheinlich die Vermisstenanzeigen hier drauf. Genau, missing. November, female. 13 Jahre alt. Greta Salisse. Vielleicht finden wir die hier im Haus. Und obwohl kein Bild, gerne. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Schnibini. Ja. Also später, morgen früh. Bis später. Ja. Bis auf Arbeit. Genau. Du bist ja schon bald beim Nachtzuschlag. Oder bist du schon drin, ne? Im Nachtzuschlag? Ja. Ich glaube ab 22 Uhr, ne? Ab 22 Uhr. Okay. Mit Sicherheit haben wir den Schlüssel nicht mehr. Was ist denn hier so laut?
Ja, super zugemacht. Ordnung muss sein, ne? Versuch mal rauszugehen, weil wenn Lynn hier raus ist... Ja, ich weiß, aber... Oh Gott, halt mir schon. Aber ich will trotzdem mal irgendwie ausprobieren, das muss ja irgendwie... Und da, guck mal, ihre Tür ist wieder abgeschlossen. Irgendwo muss ja... Müssen wir weiterkommen. Ich komme unten ja gerade nicht zu Potter, also muss ja hier irgendwas sein. Vielleicht hatte ich die Balkontür. Ach so. Wenn Lynn raus aber da komme ich ja nicht durch. Und meine Balkontür war abgeschlossen. Lynns Tür ist abgeschlossen wieder. Und die Balkontür auch. Weißt du, worauf ich, also was ich total spannend finde? Ja? Wenn wir den Schlüssel haben, um ins Haus zu gehen. Ja. Die Klingel. Die Klingel, wie es sich anhört? Ja. Magst du mal dein Gläschen geben? Ja. Sollen wir gleich mal tauschen? Mein Akku hat 90%. Willst du da dran hängen? Wie viel hatte meiner denn? 63. Okay. Danke. Danke, mein Schatz. Mein super Engel schnatzt. Bitte schön. Danke, mein Schatz. Mein super Engel schnatzt. Bitte schön. Wer atmet jetzt schwer? Du oder was? Du bist mein Lieblingsmensch. Warum machst du das? Ich lag mir keine Angst ein. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie ans Telefon gehen, stand da. Ja, ja, aber unten im Büro. Aber irgendwie muss ich hier Büroschlüssel und Schrott finden. Locked. Weitere Nachricht unten. Aber Kelfo Melfur ist noch dran, ne? Kelfo Malfoy. Cinema Room. Cinema Room, Cinema Room. Ich gehe hier in den Cinema Room. Wusstest du schon, ich gehe schon nun in den Cinema Room. Ich glaube, ich habe mir irgendwas... Hä? Ich glaube, ich werde kränkelig so ein bisschen. Warum? Hör mal auf jetzt. Das Bild ist dir nur ein. Ich bin doch da, ja. Gell, hier ist Halsschmerz und so irgendwie. Ja, der Halsschmerz habe ich seit Wochen, seit Monaten schon fast. Na, 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 na. Mit der Kugel hier kann ich nichts machen, ne? Diese Porzellankugel, aber die leuchtet so heftig, ey. Aber dazu sagt sie nichts. Wo war denn hier nochmal die Mottenschatulle? Da. Aufleveln. So, was haben wir hier? Verbesserte Barriere. Verbessert die Fähigkeit, Tür Stalker fernzuhalten. Flucht verbessert die Ausdauergeschwindigkeit. Reduziert die Geräusche und Bewegung. Verbessert, genau, das Leveln mehr am Auf. Erhöht die Fähigkeit der Verteidigungsgegenständen. Verbessert die Kenntnisse von Verwendung von Umleitungsgegenständen. Verbessert die Kenntnisse vom Mottenauge. Fügt die Chance zu speziellen Boni zu halten, wenn sie Gegenstände abholen. Ich bin sofort wieder voll da. Ich muss einmal kurz das machen, ja? Mhm. Sehr gut. Hier und da war ein Schlomottenschlüssel. Okay, hier waren alle Türen zu. Okay, der Typ ist echt hartnäckig, der hier am Klingeln ist. Ich dachte, vielleicht könnten wir durch einen... Sneaken. Am Tag, da war ich furchtbar stark. Ah, hier sind wir hier wieder. Okay, und die anderen Türen sind alle definitiv locked, ne? Das war unser Bett. Und das war Lynns Bett. Ich glaube, wir haben ja alles versucht zu checken. Hier ist aber nichts. Muss ja unten irgendwas sein.
Messer. Hier sind Verstecke. Oh, Alter. Hier ist locked. Kann ich das... Ne? Die Lynn wartet auch nicht mal auf uns, ne? Die haut hier einfach ab. Ganz bald, ja. Und ist dann weg. Ein Mottenschlüssel. Klasse. Klasse. Hat Schach gespielt. Hier schon wieder solche schöne Kugel hier. Keine Ahnung, was sie zu behalten hat. Sammeln können wir die leider nicht. Ich hätte die gerne gesammelt. Ich finde die voll schön. Ich finde die voll schön, jo. Hier ist abgeschloadet. Okay, hier können wir durch. Und hier vielleicht. Ne, hier ist auch abgeschloadet. Nothing. 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 Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. G211 und finde Schlüssel für das Büro. 211. 211. Ich soll ins Zimmer 211. Here is closed. There is closed. Überall ist closed. Das ist auch closed. Also wieder hoch in den ersten Stock. Man hätte von vornherein richtig die Augen aufmachen können. Da ist wieder so eine schöne Glaskugel. Voll schön. Ist hier ein Tak-Tak gewesen? Wo ist ein Tak-Tak? Ich höre ein Tak-Tak. Grog! Nu, Anu, Maru, Tak, Tak, Mottenschlüssel. Closed. Ein Sekretär. Machst du gerade was in der Gruppe oder was? Mhm. Hast du Ärger? Nee, ganz im Gegenteil. Achso, okay. So, hier ist 212. Das ist unser Zimmer. Das ist unser Zimmer. Das ist Albert Einstein. 211 wäre ja vorgelassen. Moment. 212 bis 213. Wo sind 211? Boah, die Möwen, Alter. Die sind total nervig. Da gehen wir hier mal kurz speichern. Und sie spattelte hier rum, fiedeldum und fiedeldei. Okay, 211. Oh, wir müssen sneaken. Da ist der Typ. Oh, er schnorchelt. Da grunzelt jemand. Die sind lang, kommen. Hier ist ein kleines bisschen Fortschritt einmal speichern.
Hast du es gebumst oder habe ich mich getäuscht? Ich glaube, alles gut. Das war vom Spiel, ne? Ja. Und wann, was wollen die denn? Keine Ahnung. Oh, immer jemand macht die Tür hinter uns zu. Ja, wir sein mit Radl da. Ja, wir sein mit Radl da. Ja, das wäre was für Teenie-Winnie gewesen, ne? Das wäre voll ihre Sprache. Ich finde das ja witzig. Also ja, das ist eben halt wie eine andere Welt dann einfach, ne? Wenn man, wenn jemand mit einem anderen Dialekt spricht, ne? Ja, jetzt geht der Anrufsbeantworter an. Jetzt, nach 10 Stunden klingeln. Shit! I missed it by a second. Wait, what's that? Maybe they left a voicemail. Oh. Hi, Stefano. It's me, Ariana. I know it was you earlier. I know it was you all those other times. I beg you. Stop tormenting us. I beg you, please, stop. I'm a married woman now, whether you like it or not, so get over it. And as for Richard, despite not having a choice, I stayed by his side when he endured all that shit that you put him through. Let us deal with our pain. Forget about us. Forget about me. Have some respect for us, a godforsaken couple who will never see their little girl ever again. I wish you could understand. Okay. Da liegt ein Mottenschlüssel. Wir brauchen ja. Ariana? Richard? No, it can't be. It can't be them. It must be a coincidence, Jen. Kein Mottenschlüssel. Höre ich Steps? Nee, ne? Da ist Steps. Vermisstes Kind. This is me. Celeste. It feels like eternity has passed. Nee, sie, wir sind ja Jennifer. Ja, ja, aber wir denken, dass sie es ist. Ja, das war vermisstes Kind Celeste Felton. Geliebte Adoptivtochter von Richard Felton und Ariana Gallo. Vermisst seit Donnerstag, den 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in. Blablabla. Bla, bla. Geburtsdatum 8. Februar 1958. Weiblich, weiß, 13 Jahre alt. Hellblond, blaue Augen. Zuletzt trug sie ein weißes Kleid mit Schleife und weißen Schuhen. Etwas gehört haben, werden gebeten, sich. Achso, Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich vor der Nummer zu melden. Jesus Christ. Die Nummer, vielleicht soll das Nummer mal melden, statt an der Nummer bei? Nee. Einführung von Roso Gallo und Partnerschaft mit Mitarbeitern von Phenoxyl. Das heißt Phenoxyl, doch, würde ich mal sagen. Ja, ne? Phenoxyl, ja. 1956. Dad. Oh. Warum hat er eine Knarre? Ist er bescheuert? Please, lower that gun. I don't want to hurt you. It's not my intention. Why won't you let me go then? Warum zieht er mit Knarre auf sie? I have no choice, Celeste. Oh. I am not Celeste. Quit the act. You're the only one who can stop it. Please, Mr. Ashman, I beg of you, let me go. You're exactly the same as your slutty mother. That disgusting bitch. Phenoxyl made her lose her mind. She had to get in the way. I loved Ariana. Why did she keep us apart? Mr. Ashman. She had to be shown who was the real man. Oh. Did she not learn her lesson when I fucked her? Jetzt hat er auch noch eine Knarre, der Penner. Jo. Das ist nicht witzig. The fire extinguisher. Maybe I can use it to my advantage.
I don't want to die! That's enough running! Wo war denn diese Feuerlöscher da? Ich weiß es nicht. Ah! There you are! Der Pisser! Stop, you little coward! Sind wir tot? Wahrscheinlich. Ich habe ihn angespritzt mit meinem Feuerdings. Oh, nicht dein Ernst. Ganz am Anfang, was? Warte mal. Nee, doch, jetzt sind wir hier. Disgusted by you and all the girls of your generation. I will whip your hair and throw it in the freezer. Lass sie verschwinden. Hängt sie auf. Sie gehört ganz euch. Tut mit ihr, was ihr wollt. Junge Dame, hat dir deine Mutter nicht erzählt, weil ich sie gefickt habe? Was? Ui. It was never enough. Diese verfluchte Uhr hat nie genug. Die Hypnose, die Drogen, das Geld, ihr Daddys und das Unternehmen. Her daddy's money and the company. No. She stole from me the woman I loved. And if that wasn't enough, she stained my family's name. And what about you? Und was ist mit ihnen? Hat sie nicht genügt, ihre Schwester zu ficken? Wage es nicht, über so über Gloria zu sprechen. Sie ist ein verfluchtes Monster. Das musst du nicht sprechen. Sie haben sie isoliert gehalten, weit weg von allen. Und nur damit sie nicht all ihre schmutzigen Familiengeheimnisse ausplaudern könnten. Du hast überhaupt keine Ahnung. Und als es in die Oberfläche zu kommen drohte, beschlossen sie, dass es an der Zeit war, sie zum Schweigen zu bringen. Halt die Klappe! Diese dämliche Geschichte, die ich je gehört habe. Hat dir dein geliebter Vater erzählt, dass er in Wahrheit eine Frau war? Dass er die Frau geheiratet, die ich geliebt habe? Nur um das Trugbild aufrechtzuerhalten, dass er bereits im Alter von 10 Jahren von seinem Vater Medikamenten vollgestopft wurde? Du wurdest nicht adoptiert. Überzeuge sie sich am besten. Das ist deine leibliche Mutter. Gib auf. Du kannst nichts machen. Wow. Also ist unser Vater eigentlich unsere Mutter. So schießt es jetzt. Oh. Los, dann los. Du schaffst das verflucht. Oh, you can hear me. You can do it. Concentrate. Release what you are holding inside of you. You are a Mother Acherontia. The moths are listening to you. What you have is not an illness. It's a gift. A gift. Use it. You can do it. Mottenkraft hat benutzt. Deine Verfähigkeit Mottenauge kannst du im Motten direkt steuern. Nutze Krei, um den Mottenaugen zu aktivieren. Und W, um sie zu navigieren. Motten sind äußerst vielseitig. Du kannst sie benutzen, um mit bestimmten Objekten zu interagieren oder zu verfolgen, unter einem Verfolger kurz abzulenken und an ihnen vorbeizusteigen. Aber bedenke, dass die Mottenauge nur eine kurze Zeit lang aktiv ist und dann eine Weile warten muss, bis du die Fähigkeit wieder einsetzen kannst. Okay. Der Maus, glaube ich, ne? Oder ich kopf's gleich vorbei. Was ist das? Hä, was mach ich denn jetzt? Ich kopf's gleich vorbei, du musst irgendwie dich umschauen, du musst irgendwas verrücken können. Da, Gegenstände oder so. Ne, passiert nichts. Oh Gott. Es ist kompliziert immer, so Steuerung. Was ist denn die Mottenkraft? Gehirn ausweichen, springen, halten, rennen, bla bla, Inventar, spezielle Aktion. Der mittlere Mausbutton. Wo steht das? Stand da eben. Da hoch. Da. Mottenkraft, mittlere Mausbutton. Drücken oder drehen? Drücken, glaube ich. Oder drehen? Nö. Drücken. B
Bin ich jetzt eine Motte? Tatsächlich. Und dann? Was kann ich jetzt mit der Mottenkraft anstellen? Ja, irgendwas sammeln wahrscheinlich, was du dann benutzen kannst, um frei zu kommen. Oh, das war schon. Jetzt muss ich meine Kraft wieder aufladen. Vielleicht damit ich das den Haken lösen kann oder so? Ich weiß das nicht. Oh, Alter, ich fliege immer gegen dieses Stück Fleisch, Alter. Oh, oh, oh. Cold room. I think the lights went out. They're coming. Sir, the girl. I can't find her. Kiss my ass, dickhead! Mach zu. Open this fucking door, you okay. Bitch! You're all crazy! Crazy! Do you really think you're going to manage to run away with Lindsay? She is a part of us! Sind die noch drinnen gefangen? Oh, oh, oh. Ich glaube, ja. Jennifer! Nein, abgeschlossen. I'll show you! Ich mach die scheiß Flasche mit. Mit einer Knarre zu schießen, ist aber wirklich gemein. Was machst du? Warte. Don't make Daddy angry. Wahrscheinlich muss ich ihn außer Gefecht setzen, wa? I raped your mother for a lot less. Oh, in dem Moment hat er. That was close. I have to be careful from now on. Okay, hat die Tür aufgemacht. Sind die jetzt zu zweit unterwegs, wa? Um mm. zu jagen. Ja, mit seiner Knarre und diese. Oh, diese Trüssel halt, ne? Diese Andrea da, ne? Ja. Da sollten wir nochmal irgendwann speichern gehen zwischen. Ja, wenn wir können. She's just a girl, like many others. She can't help us. Das war jetzt nicht so clever. Du musst doch irgendwie eine Tasche, glaube ich. Oder? Das ist aber nicht Andrea, das ist ein anderer Yoshi. Das ist noch eine scheiß Tür. Bevor der Typ kommt. Digga, die scheiß Motten. You trying to piss me off? Das ist ein Spiegel. Oh, scheiße. Ich komme hier nicht weg, ne? Oh, oh, oh. Scheiße. I will make you pay. Lass mich doch mal vorbei. Ich komme ja nicht weg. Gut, das war jetzt nicht so clever. Wir hätten dir erstmal alles ablenken müssen, wahrscheinlich. I have to be careful from now on. Ja, aber ich kam die ja nicht raus.
Nee, ich glaube, du musst sie vorher hier schon irgendwie alles ablenken, damit du unaufmerksam in die Tür kommst, weißt du? Ja. Da könntest du das speichern. Fooled themselves into believing that she could have helped us. Oh Gott. So many ja, super, das. Lesen wollte ich jetzt. Ich versuche jetzt da reinzukommen. Jetzt, ohne dass ich die alte... They really thought they had found a solution after the mess they made. Okay. Rein hinzukommen. Nicht polen. Die war ja schon abgelenkt, weißt du? Vielleicht ja. War sie eben zu. Aber die Uschi hat auch keinen Bock, hast du ja gehört, ne? Speicher mal, Speicher. Ja, will ich auch. Süß, wie er lächelt da gerade auf dem Bild. Okay. That song. So it's inside my head. Ist also ein Restaurant, oder? Elisa ist der Chef. Elisa ist die Köchin, okay. Mhm. Not everyone died at the Cristo Morente. Not everyone. Vielleicht, dass hier irgendwo abstellen und anmachen, dass du hinten rum irgendwie an dir vorbeikommst? Ja, mach ich mal hier an. They want to control me. They want to control me. Das ist natürlich verkehrt rum. Also die verarscht, hat die mich echt jetzt gesehen? Ja. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, er ist sowieso ein scheiß Aiming. Lauf! Ich verstehe es nichts. Oh, lauf! Wie viel Munition hat er eigentlich in seiner scheiß Flinte da drin? Gibt's hier keine Kiste? Scheiße. Shit! There has to be a way to shut him up! Da sitzt die Alte. Oh, guck mal da. Ne, ist nicht ganz Speicherspiegel. Ich musste ja irgendwie raus aus dem Scheißzimmer. Man hört diesen Penner überall, ne? Du kannst mit der Wortenkraft aber gucken, ob du irgendwie ablenken kannst. Warte. Nix. So, versteck mich rum. Das ist der Köter, ne? Die Alte sitzt sie da noch? Nee, ne? Die hat sich verpisst, ne? Also rauskomme ich nicht, weil dieser hässliche Köter da sitzt. Hm. Wo kommt denn das? Was? Dein Glas, guck mal mit deiner Mottenkraft. Warte mal ganz kurz bitte, Inka. Och, dass du jetzt unbedingt mein Glas haben musst. Schnell.
Oh nein, Inka. Guck mit der Rückenkraft mal. Ob du irgendwas findest, wo du dich ablenken kannst. Ich muss erstmal wissen, wo ich überhaupt hin soll. Oh, da ist der Typ. Wyman was right. We should have abandoned the project while we were still in time. Wollt den Hund vielleicht über den ablenken, dass man da durch die Tür kommt, aber ich glaube auch nicht, der ist ja so dicht dran. Mom! Dad! Gloria! I am so sorry! Why me? Why? Hey, geht hier eine Treppe runter? Ja, nur auf diesen Dings rauf, da, an diesen, da wo die alte sitzende Hund ist. Ach so. Oh, my head! It's all her fault! Boah, sneakt der jetzt hier die ganze Zeit bei uns rum? Felton? Wyman! You both are responsible for this mess! Lynn, tell me if you're okay. Wir kommen hier nicht weg, weil der Penner die ganze Zeit hier vorhockt. Right. We should have abandoned the project while we were still in time. It's all their fault. Scheiße, der Köter kläfft jetzt nur. Filthy dog! What do you want now? Be quiet! Shut your mouth! Oh nein! Das war deine Idee. Oh mein Gott, nein. Das war deine Idee, du hast einen Hund umgebracht. Warum bringt sie den Hund um? Ist sie dumm? Ja. Vielleicht einfach mal mit dem Hund rausgehen, wenn der jault. Vielleicht muss mal kacken gehen, du dumme Kuh. Inka hat den Hund ermordet. Jetzt bin ich traurig. Jetzt finde ich das Spiel schon scheiße. Was? Jetzt finde ich das Spiel schon scheiße. Ja, das finde ich nicht schön. Ich bin da echt sehr empfindlich. Ja, bei Hunden, da hört bei mir auch der Spaß auf. Finde ich jetzt richtig kacke. Warum? Ich dachte, jetzt schlägt sie den Hund. Okay, das hätte man, okay, wäre nicht cool, aber dass sie gleich abstechen muss. Und warum nimmt sie ihren Hund nicht einfach und geht mit ihm vor die Tür in der Kacke? Nein, ich glaube, das war, wir haben ihn doch mit der Mottenkraft gerade beeinflusst. Deswegen hat er auch das Jaulen gekriegt. Ja, und er hätte sie ja sagen können, okay, mein Hund muss raus. Ich gehe mal raus, mach die Tür auf und gehe mit dem Hund kacken. Das wäre so meine Idee gewesen, wäre die Tür auch auf gewesen. Wäre die Tür noch abgeschlossen, der Hund liegt jetzt tot davor. Ganz großartig. Doofes Spiel. Oh nein! I won't open my mouth. I'll keep everything to myself. Oh nein, ich habe übersprungen. Wie dumm ist das denn jetzt gewesen? That was close. Stay back. Calm down. I'm back to myself. You can trust me. What the fuck is going on here? What the hell is going on with the others? Listen to me. There's no time now. I want to get away from this place. Okay. I can help you escape, but you have to help me with something first. Jennifer, you have to trust me. I know what you are capable of, like what you did in the cold room. That voice, was that you earlier on? I can feel what you are holding inside, and I know that you can hear me. Listen up. There's a dumbwaiter in the utility room on the balcony. I know how to find the key, but you have to guide me. Guide you? And how would I do that? Exactly how I did with you earlier. I guided you to use your gift, allowing you to escape. Stay here. I'll go ahead. Concentrate. Look inside yourself. Hmm? So that's an important craft for okay, stay yeah. with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox?
Yeah. Use it. Oh, das ist die aus dem ersten Teil. Hat er es jetzt benutzt, so wie es soll? Ja, damit es abgelenkt ist. Der Schlüssel. Wer hat einen Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel. Das ist eine Böse. Wie kann ich denn wieder zurück? Die Chupo funktioniert nicht mehr. Gesundheit? Gesundheit? Ah, das ist die Uschi, die hier längs läuft. Gesundheit reicht doch jetzt. Dankeschön. Okay, warte mal, hier, das ist nur die eine Jukebox, gibt es noch eine andere? Wo die Uschi abgelenkt werden kann? Alter, das ist genau diese Horror-Tussi aus dem ersten Teil, hör mal auf jetzt! Diese Horror-Tussi aus dem ersten Teil, Alter. Soll ich nochmal die Jukebox benutzen oder soll ich sie jetzt ablenken hier? Ne, kann ich nicht, ich kann nur die Jukebox anjukeboxen. Ey, du hast doch was für Schlüssel gesagt. Du musst ja immer Schlüssel machen. Ah, ich hab die Mottentechnik zu lange. Normalerweise kann ich nur mehr. Sag mal, bist du bald mal fertig? Das ist so gemein. Ja, die bewegt sich da gar nicht mehr weg. Was soll denn das? Ja, die hat doch irgendwas gesagt von wegen Schlüssel. Hier muss irgendwo ein Schlüssel liegen. Roland. So. Folge Lisa. Hilfe Lisa, den Schrankschlüssel zu finden. Folge Lisa. Ja, aber wie komme ich da aus meiner Mottentechnik hier wieder raus? Ich komme aus meiner Mottentechnik gar nicht mehr raus. Ja, weil wir den Schlüssel nicht haben. Hey, ich komme aus meiner Mottentechnik nicht mehr wieder raus. Soll ich da nicht rauskommen? Da ist der Schlüssel. Fuck. No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Muss sie irgendwie verstecken, muss sie irgendwie helfen, dass wir uns verstecken können. Mann! Zeig dir doch diesen behinderten Schrank. Ja. Hab ich hier gezeigt, ich bin außer raus. Ist sie drin? Keine Ahnung. Thank you, Jen. Thank you. Hold on just a little longer. Nein, gesperrt. Ja, aber wir sollen schon irgendwie ablenken müssen, ne? Uiuiui. Ui. Oh. Hä? Haben wir verloren? Ja. Okay, stay with me. Oh, warum? Don't leave me. I'll give you the go-ahead. Ey, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Vielleicht musst du vor ihr raus, damit du die Glocke wegmachst oder sowas. Wow, die sneakt aber ganz langen Weg, Alter. Weißt du, es geht jetzt im Raum, wie eben ja, im ja, Schlüssel, ja. Und dann bevor sie rausrennt, dass wir vielleicht rausgehen, damit wir die Glocke ausschalten oder sowas. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht sollte ich die Alte da ablenken mit der Fernbedienung.
Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Genau da, jetzt zeigst du es mit dem Schlüssel. Ich habe die Pferde zuvor gesehen, was hätte ich tun sollen. Ja. No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Hab ich ihn angemottet? Ja. Mal positionieren, ich schon mal. Wahrscheinlich soll das gleich machen. Ah, das Ding ist irgendwie weg hier. Das, was ich vorhin gesehen hatte. Warte mal ab, ob sie immer selbst, wenn sie rauskommt. Danke schön, danke. Scheiße, jetzt rennt sie wieder raus, ne? Ja, jetzt rennt sie raus und rennt genau in die Glocke rein. Kann ich sie da jetzt davon abhalten? Erschreckt die Nonne, wie soll ich sie erschrecken? Mit da hinten nochmal Jukebox? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich die. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the vor allem, auf einmal wird der Fernseher nicht mehr angezeigt. Run outside and come meet me. Shit, she's coming this way. Versuch das jetzt trotzdem mal. Vielleicht kannst du die Pferde doch noch ansprechen. Ne, da ist nichts. Da ist die Family auch nicht mehr. Oder haben wir ein Radio? Haben wir irgendwas zum Anrufen? Ne, das Radio ist ja nur für Dings gewesen. Wie soll ich die sonst an der Jukebox kann ich nochmal probieren, die abzulenken. Muss gleich direkt hinrennen. Here we are. There should be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? Geh rein, zeig in den Schrank. I can't get to it. Can you manage to see a small key up there? Und sobald sie im Schrank ist, gehst du schon wieder raus. Ja, ja, klar, habe ich ja gerade auch so gemacht. Und versuchst dann direkt zur Jukebox zu rennen, okay? No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Ja, nimm doch an. Hat er gemacht? Ja. Ja. Und jetzt renn zurück und guck nach, ob du irgendwas findest. Ja. Ist ja nur die Jukebox. Ja, die ist auf jeden Fall gelb. Geh mal hin, geh mal hin. Nee, da oben ist noch was. Da oben. Ja, das kannst du gleich mal machen. Thank you, Jen. Thank you. Jetzt vielleicht. Warte. Jetzt. Warte. Durchrennt. Jetzt. Bis sie mit der Glocke durchrennt. Nee. Habe ich die nicht erschrocken? Nein, die rennt zu ihr. Fuck off. Ja, das musst du machen, bevor sie durch die Glocke rennt. Nein, ich glaube nicht. Doch. Das musst du, glaube ich, machen, bevor sie durch die Glocke rennt. Aber es hat doch auch gerade nichts gebracht. Das glaube ich nicht. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet. Doch, dann haben wir ein bisschen Zeit. Guck mal, wenn sie jetzt erst lenkst du sie ab, dann rennst du durch die Glocke. Dann rennst die Kugel ist jetzt auch wieder tot, ne? Die Kugel ist nicht weg. Ich hab wieder nichts mehr. Boah, wir ätzen einfach. Wie soll ich die Alte denn erschrecken? Should be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? Fuck, no, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Ja.
just a little longer. Erschrickt die Nonne. Wie soll ich das denn machen? Vielleicht mit meinen Motten halt, ne? Warte mal, vielleicht kann ich sie bemotten. My head. I have to get to Elisa. Now. Okay, ich hab sie. Ups, ups. Ah, okay. Wer ist sie erschrocken? Die Nonne selber angegriffen mit den Motten. Wahrscheinlich schnell wegkommen da. Ja, die Tür ist offen. Oh, der arme Wuffi, ey. Warte, ich nehme mal die Flaschen hier mit, wa? Diese Klapperschuhe, ne? Klapp, klapp. Hi. Tell me, what the hell is going on? Who the fuck was that? You've heard of the fire at the convent, haven't you? Well, not all of them died. Gloria Ashman. Jennifer, you have to help us, I beg you. We are trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. I don't understand. What can I possibly do? That thing lives down there. Nein, nein. It has no effect on you. You can end the loop. Scheiße. Is much time left. I beg, please. It's in my head. I can't get out of the loop. Irgendwann wird sie wieder böse, ne? Hä? You can end the loop. Stop it. It's part of all of us. And we are part of the same thing. Gestört. Was hat die Uhr? Kurz nach 12. Sollen wir gleich Chico machen? Schließe Kapitel 2 ab, siehst du mal. Sehr gut, das passt doch. Jetzt gucken wir uns die Videosequenz an zu Kapitel 2, zu Kapitel 3 und dann sollte auch gespeichert haben, hoffe ich doch. Wir müssen auf jeden Fall mal speichern. Hat er gespeichert? Nee. Weiß ich nicht. Das nehme ich mal Speicher, das wäre ziemlich nice eigentlich. Das Lin. Haben wir hier einen Speicher-Dings-Tick-Tack? Boah, wie geil das aussieht hier, der Rosengarten. Ja, bestimmt irgendwo ein Speicherpunkt gleich. Versuch mal in die Tür zu gehen hinter dir. Mm-mm.
Toll. Basketballkorb an der Mauer über so einen Rosengarten. Mit nicht mal richtig Steine zum Dribbeln. Schöne Axt. Na, das üben wir aber nochmal, wa? When the night was past, you and me. Oh dear, sorry, I thought I was alone. No, please, continue. I'd prefer not to, really. I'm Jennifer, by the way. Lindsay? But call me Lynn. I'm sorry for earlier on. Don't worry about it. I was too intrusive. And I extremely rude. Oh, well, truce? Truce. What were you doing here? I was just singing. I usually play the violin, but they locked it away as soon as I got here. If you can play the violin even as half as well as you can sing, then you're a fucking master. Nothing special. You got a great voice. And that song. Did you write it? I'm still working on it. I got an idea. There's a festival for artists with original songs. The winner gets a full scholarship at the conservatory. Here, look. The performance will take place in a theater. I say you should go for it. No, no. There's no way I would ever be capable of something like that. Why did you say that? First off, okay. We're stuck here. Second, singing and playing the violin at the same time is too complicated. I could never do it on my own. Ja, genau, weil ich das ja immer virtuell gemacht habe, im wirklichen Leben. Profi-Basketballer fast. Ja. No, Jen. I don't know. And how would we even get there? We could talk to Ashwin about it. Yeah, dream on. It's only 2 weeks away. We can work on it together. All we need is a music sheet and a bit of practice. I know the piano so well that it's basically a part of me. But the lyrics are nowhere near finished. My father used to tell me that nothing, not even time, can get in the way of something you truly desire. Hey. Where are you from? It's not a nice story. Woo! Ah, typical beginner's luck. Oh, was? And the crowd goes wild. The ref ich hab doch einen getroffen. Ich hab die Herausforderung noch nicht verloren. Have you ever tried one? Sure, why not? Fuck it. When the smoke is about to enter your throat, you exhale. Dafür sich eh noch nicht mochten, sind sie jetzt ja ganz schön tolle Dicke, ne? Ja gut, die mochten sich ja nachher nicht. Am Anfang mochten sie nicht und nachher mochten sie sich ja nicht. Ich weiß nicht. Ja doch, eigentlich schon. This song. I love it. Did you know they made it for a movie? Seriously? You bet. Before Saying Goodbye, it was a great hit in the 60s. Have you never heard of it? No. My parents brought me to the cinema to see it. As soon as we got home, my father taught me how to play the theme song on the piano. Would you like it if we were to watch it together one day? You bet. Okay, today.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch irgendwo speichern können. Dann sind wir ready. Was? Das macht er wahrscheinlich. Nee, das hat er nur geladen, nicht gespeichert. Das ist das Gegenteil von speichern. Scheiße. Oh, ja, genau. Was für ein gruseliger Geselle. What am I doing? Don't give up now. Speichern. Das wäre super. Oh Gott. Oh Gott. No, no. Ach, der Hund, ne? Fucking murderers. It's not too late. Turn back. Würde ich gerne machen. Deswegen machen wir den ganzen Scheiße hier. Go away. Es muss auf jeden Fall nochmal jetzt irgendwo hier so ein Krankenspiegel geben. Ja, ne? Kind of looks like the reception of an old hospital. Or something similar. Various documents and newspaper extracts. It almost looks like a sociopath's hideout. Oh Gott, das ja, ich weiß, wo wir sind. What happened here? Da hinten ist der Spiegel. Sehr gut. Gut, Kinder. Das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten... Hat er gespeichert, ne? Genau. Morgen. Bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Morgen. Ja, genau. Und bis dahin. Tschüssli, Müsli.